Wer Fotos von den Straßen aus Pyongyang in Nordkorea sieht, entdeckt darauf häufiger mal ein oder gleich mehrere Volvo 144. Grüne Volvo 144 wohlgemerkt, und dies auch aus einem sehr speziellen Grund. Diesen Grund bezeichnete ein sowjetischer Diplomat einst als den größten Autodiebstahl aller Zeiten. Wie zum Beispiel die Schweiz ist auch Schweden ein politisch völlig neutrales Land. So unterhielt der schwedische Staat während des Kalten Krieges Handelsbeziehungen zwischen Ost und West. Unter anderem auch mit Nordkorea, wo Schweden seit 1975 eine Botschaft unterhält. Das Gebäude der Botschaft befindet sich in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang im Ortsteil Munsudong und diente vorher als Botschaft der DDR. Nach der Wiedervereinigung diente das Gebäude als Botschaft Schwedens. Aktuell befinden sich in dem Gebäudekomplex neben der deutschen und der schwedischen auch die britische Botschaft. Jedoch ist, und das obwohl Schweden so neutral wie die Schweiz ist, die Beziehung zwischen Nordkorea und Schweden schwer angeschlagen. Die Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik Nordkorea schienen gut zu beginnen. Der Diktator Kim Il-sung, der Nordkorea von 1948 bis zu seinem Tod im Jahre 1994 regierte, bestellte 1974 1000 tannengrüne Volvo 144 GL. Der Volvo 140 war ein Mittelklassewagen, der von August 1966 bis August 1974 produziert wurde. Er wurde in drei Karosserievarianten angeboten, als zwei- oder viertürige Limousine mit Stufenheck und als fünftüriger Kombi. Der schwedische Staat bürgte sogar für den Handel und wies Volvo an, diese schnellstmöglich auszuliefern. So verschiffte Volvo 1000 nagelneue, gut ausgestattete 144er nach Pyongyang. Bis zum heutigen Tag sind sie auf den Straßen Pyongyangs zu sehen. Doch warum fahren überhaupt so alte Fahrzeuge nach fast 50 Jahren immer noch in so hoher Zahl auf den Straßen Nordkoreas? Nun, zum einen macht Volvo anscheinend richtig gute Autos und zum anderen ist das Land sehr arm und kaum einer kann es sich leisten, ein neues Fahrzeug zu ordern. Und der wohl wichtigste Punkt, niemand will Nordkorea beliefern, denn bezahlt wurden die von Volvo bestellten Fahrzeuge nie. Seit nunmehr 47 Jahren schuldet die nordkoreanische Regierung den offenen Betrag dem schwedischen Staat, der als Bürger die Autos finanzierte. So zuverlässig die Volvo-Fahrzeuge bis heute ihren Dienst tun, so hartnäckig ist der schwedische Staat, der zweimal jährlich die nordkoreanische Regierung mahnt. Mittlerweile belaufen sich die Forderungen inklusive Verzugszinsen und Zinseszinsen auf rund 271 Millionen Euro. Das bedeutet, dass wegen der Schuldzinsen jeder 144 GL Mittelklassewagen etwa 271.000 Euro gekostet hätte, wenn Nordkorea denn bezahlt hätte. Zum Vergleich, ein Fahrzeug der gehobeneren Klasse aus demselben Jahr, der BMW 525 mit 145 PS, hat damals 19.190 D-Mark bzw. rund 9.600 Euro gekostet. Hier merkt man, in welche utopische Höhen das Ganze dank Zins- und Zinseseffekt gewachsen ist. Bis zum heutigen Tag hat Schweden keinen Cent gesehen von dem Geld. So wurde aus der Handelsbeziehung zwischen Nordkorea und Schweden der größte Autodiebstahl aller Zeiten, wie ihn einst ein sowjetischer Diplomat bezeichnete.